Und die Bärli, die kämpft die gegen die Bombe, oder sie entschuldigt die Bombe, dass sie den Milchmarkt nicht im Griff hat. Was für Vorschläge macht ihr, was anders müsste gehen? Ja, die Bombe hat einfach jetzt in einem Jahr Funktion, also hat sie gezeigt, dass sie absolut unfähig ist, die Mengensteuerung griffig in die Hände zu nehmen. Sie hat ein Mandat bekommen vom Bund, also von der Öffentlichkeit, mit einer Allgemeinverbindlichkeit, um die Mengensteuerung in den Griff zu bekommen. Heute sehen wir, dass immer noch Rekordmilchmengen produziert werden. Das kann nicht mehr weitergehen. Der Mechanismus der Marktsteuerung über die Segmentierung funktioniert nicht. Solange Milchpreise für Milch ein Produkt, ein Schweizer Qualitätsprodukt, 3, 4, 5 oder noch mehr Preise gezahlt werden, zeigt das ganz klar, dass man keine Mengensteuerung haben will. Darum verlangen wir erstens mal, dass man das längerfristige Ziel vom kostendeckenden Produktionspreis setzt, als Ziel von der BOM. Das heisst, ein kostendeckender Produktionspreis, die Produktionskosten kennt man in der Schweiz, sie sind ungefähr bei 1 Franken. Das Zweite ist, dass die Segmentierung nicht ein griffiges Modell ist für eine Mengensteuerung. Das heisst, man braucht ein griffiges Modell zur Mengensteuerung, und zwar muss man die Mengensteuerung mit einer Allgemeinverbindlichkeit der Produzenten, das heisst der Schweizer Milchproduzenten, dem S&P, übergeben. Weil die Repräsentierung, die wir jetzt haben in der BOM, da werden einfach Produzenten gegeneinander ausgespielt, und als Legitimation braucht, um keine Mengensteuerung durchzusetzen, keine griffige. Aber eben gerade die Mengensteuerung sprechen daran, dort hier sind ja viele Bauern, die eben wollen produzieren. Ist das nicht richtig? Also, das ist eine Minderheit von Bauern, die wollen produzieren, und die werden immer ausgespielt gegen die Mehrheit der Produzenten, die griffige Mengensteuerung in der Schweiz wollen. Also, der SNP hat vor 2,5 Jahren eine Umfrage gemacht, wo 80% von den Milchproduzenten für den Milchpool gestimmt haben. Das ist die Mehrheit, und wir leben hier in einer Demokratie. Es ist nicht möglich, dass eine Minderheit den Markt von einer Mehrheit einfach zerstört. Und das ist auch im gesamtgesellschaftlichen Interesse überhaupt nicht sinnvoll, dass man Dumpingmilch produziert, die auf den Weltmärkten exportiert werden muss und die teuer der Gesellschaft und der Produzenten teuer stehen kommt. Die Allgemeinverbindlichkeit ist eigentlich gesprochen, 80-20 etc. Die Branchenorganisation hat Milch, also Export von Butter, bewilligt oder bestimmt. Längt das denn nicht? Nein, man sieht ja, dass heute das erste Mal wird die Beschlüsse werden nicht umgesetzt, weil die Industrie das blockiert. Ich meine, die Industrie ist hat einen massgebenden Einfluss innerhalb der BOM. Der geht so weit, dass die Industrie sagt, wer von den Produzenten darf in der BOM sitzen. Die grösste Schweizer Produzentenorganisation darf nicht da drinnen sitzen. Die Schweizer Milchproduzenten müssen einen Kniefall begehen, um in die BOM reinhocken. Das zeigt ganz eindeutig, dass dort die Industrie sagen hat, und dass im Interesse der Industrie ist es, ihre Werke auszunutzen, Milchpulver zu produzieren, Butterberg zu produzieren und den Preis möglichst weit zu unterzahlen, um nachher industriellen Mehrwert zu erzeugen. Die Mehrheit der Bauern will nicht die Menge machen um jeden Preis, sagen Sie. Wieso sind denn nicht mehr Bauern hier? Ja, das ist eine gute Frage. Also, wir denken, wir sind sowieso da, weil wir wissen, dass wir weiter Milch produzieren in der Schweiz. Wir wollen eine bäuerliche Landwirtschaft in der Schweiz. Das ist im Interesse von der Bauern, es ist im Interesse von der Konsumenten. Und wir hoffen, dass die bäuerlichen Organisationen auch mehr Druck werden ausüben und sich anschliessen werden, um den Markt wieder in Ordnung zu bringen. Und das geht nur mit Druck. Man darf sich nicht länger einfach vor dieser Industrie in Knie legen. Und heute ist es leider so, dass wir eine einzige bäuerliche Organisation da aufgerufen haben für die Aktion vor der Branchenorganisation Milch. Wir hoffen, dass bei der nächsten Aktion, und es wird nächste Aktionen geben, der Bauernverband, die Milchproduzenten, andere bäuerliche Organisationen mit uns zusammen werden für eine bessere, eine neue Gestaltung von dem Milchmarkt werden kämpfen. Also, ihr sprecht andere Organisationen an. Wieso arbeitet ihr nicht mehr mit anderen bäuerlichen Organisationen, Oppositionsgruppen zusammen? Ja, wir arbeiten relativ eng mit Big M zusammen.
Big M hat nicht mobilisieren, weil sie denken, dass das Thema der kostendeckenden Produktionspreise, das darf man nicht kommunizieren, das soll nicht so kommuniziert werden. Für uns ist es unverständlich, dass man als Produzent nicht ganz selbstverständlich sagt, was sind unsere Produktionskosten. Das sind wir der Gesellschaft und uns selber schuldig, dass wir das Tabu brechen. Wir haben hier in der Schweiz Produktionskosten, die höher sind als im europäischen Umfeld. Wir haben überhaupt kein Problem. Die Gesellschaft hat auch kein Problem. Vor zwei Jahren war der Schweizer Milchpreis noch 25 Grad höher gewesen. Es war ein Problem für niemanden in der Schweizer Gesellschaft, die Milch zu kaufen. Und wir müssen einfach als Produzenten zu unseren Produktionskosten stehen, zu unserem Lohn stehen. Wir haben das Anrecht auf eine Entschädigung. Und ich denke, es ist falsch, wenn sich zum Beispiel Big M scheucht, wirklich zu diesen Produktionskosten zu stehen. Und wie sieht es aus? Sie sagen, es wird andere Aktionen geben. Was wartet uns? Ja, wir denken, wir werden weiter müssen Druck auf Gesellschaft ausüben. Das heisst, wir werden sicher in die Städte gehen und dort Milch verkaufen und Milch verteilen. Wir werden aber auch auf Bern gehen. Wir haben vor, mal in nächster Zeit, also ich denke, in diesem Jahr noch eine grosse Demo in Bern zu machen. Und den Druck wirklich auf die Politik auch auszuüben, weil die Politik ist schlussendlich verantwortlich für die Regeln, für das Regelwerk, das der Milchmarkt regulieren soll. Ist ein Milchstreik ein Thema? Nein. Okay.